Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, wir sind hier auf der Schatzinsel. Und haben Stahlbarts Schatz gefunden. Ich bin gespannt, was die gute Patty dazu zu sagen hat, weil er hat einiges Privates auch drinnen gehabt und unter anderem auch noch den berühmten Almanach der Piraten, also dieser Piratenalmanach, so glaube ich, ne? Der noch dazu plus 10% Ruhmpunkte bringt, immer. Das ist fisch. Und? Was ist jetzt? Ich habe in dem Schatz einige Goldsachen und einen Edelstein gefunden. Außerdem etwas Schmuck. Ich nehme den Schmuck. Da könnte etwas dabei sein. Den Rest kannst du behalten. Danke. Gut, so machen wir es. Wieso teilst du eigentlich die Beute auf? Voll wie gemeint. Na, das passt so. Gut, so machen wir es. Hier hast du den Schmuck. Ja, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Mhm. Ein uraltes Familienerbstück der Stahlbarts. Und der Ring, den mein Vater meiner Mutter zur Verlobung schenkte. Hm. Ich danke dir, mein kleiner Held. Oh. Ohne dich... Ja. Ich will nur sagen... Was denn? Ach, nichts. Ach komm, jetzt sag schon. Ja, bitte. Jetzt sag schon. War nicht so wichtig. Wie du willst, ich höre immer noch. Ich höre immer noch. Schon gut. Dann Patty? Patty. Ich meine, wir sind doch ein richtig gutes Team, oder? Das sind wir wohl. Danke, dass du da bist. Ich kann dich echt leiden. Ich meine, jetzt, wo mein Vater tot ist, ist alles nicht einfacher geworden. Dafür hat man Freunde. Ja, das stimmt. Naja, dann lass uns mal weitermachen. Wie, das war jetzt alles? Was hast du erwartet? Naja. Das hättest du wohl gern. Los, weiter jetzt. Ah, schade. Ich habe jetzt echt gedacht, dass sie weich wird ein bisschen. Aber naja, das ist besser das als nix. Gut, dann hätten wir das auch noch geschafft. Den Goldklee nehmen wir natürlich mit. Alles klärchen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Gut, was steht denn noch auf dem Plan? Logbüchlein, legendäre Gegenstände zum Beispiel. Das war jetzt alles mit... In einer Gruft in der Bucht von Maracay. Warte mal, der Talisman. Hat man den schon? Warte, falsche Karte, ne? Wo bist denn Maracay? Das muss hier irgendwo sein, oder? Den Talisman sollte ich in einer Gruft in der Bucht von Maracay finden. Okay, den werden wir als nächstes dann suchen. Schatzinsel Hammer. Ajo, Harlock. Mit dem müssen wir auch noch quatschen. Das müsste sich jetzt eh dann abschließen. Das mit dem Schwarm ist für später. Schatz im versteckten Tal ist auch für später. Jetzt sind wir echt schon weit gekommen. Ah, eine zerbrochene Rassel sollte ich beim Maracay-Stamm finden. Okay, die zwei Sachen könnten wir schaffen. Also den Talisman versuchen wir jetzt mal zu finden. Ich habe ihn eh jetzt so gut es geht auf der Karte markiert. Nanu, bitte. So, machen wir mal so. Und wir werden zum Schiff uns zurückborden, die Schlucht. Dann haben wir da oben noch einen Bordpunkt. Ja, das passt schon. Also, würde ich sagen, zum Schiff zurück. Ja, bitte. Das geht am schnellsten. So, jetzt knöpfen wir uns den Mistkerl von einem Koch vor. Ja, aber kannst sicher sein, wenn er jetzt schon abgehauen ist, dieser falsche Hund. So. Hallo, Jafar, hast du schon was gefunden? Na. Ich lasse ihm die Sachen, die er gesammelt hat. So, wo bist denn, Sackelbicker? Bin ich verkehrt schon wieder, ne? Warte nicht da herunten. Moment. Ist da etwa abgehauen? Schaut das aus. Ich koch uns was Leckeres. Wo ist denn hin? Oder ich muss Patty mitnehmen, damit es klappt. Patty, ich glaube, der ist weg. Hat er sie echt jetzt verdünnisiert? Was meinst du? Wo könnte Harlock hingegangen sein? Jojo, hätte gleich. Was meinst du? Wo könnte Harlock hingegangen sein? Er ist bestimmt nicht durch die Schlucht gelaufen. Dann hätten wir ihn gesehen.
Lass uns am besten mal den Strand entlang gehen. Komm mit. Komm mit. Gut. Lass uns mal am besten den Strand entlang gehen. Jetzt ist die Frage, was für ein Strand er meint. Sie halt. So, Ruderboot zur Insel. So. Könnte da hinten beim Lager sein, ne? Anlegestelle. Strand. Ja, ist eigentlich eh nur das, der Strand, ne? Das ist eigentlich nicht wirklich ein Strand. Also hier irgendwo. Ich denke mal dort hinten, wo das Lager ist. Fangen wir mal da an. Da ist es für mich halt persönlich jetzt am logischsten. Man konnte, glaube ich, von hier aus auch direkt drüber, ne? Wo bist denn du, Sackelbicker? Du falscher 50er. Warte nur, dir werden wir den Arsch versohlen. Ja, ja, da steht er ja schon, der Kerl. So, wir speichern, falls er davonlaufen möchte. Neuer Spielstande, den da. So, ja, bitte. So. Na, warte, na, du Sackelbicker. Halt. Kurz verrissen. Kratzt man sich einmal, ne? Ja. Also, Harlock. Du schon wieder. Es ist keine gute Idee, hier aufzukreuzen. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Was willst du tun? Mit mir kämpfen? Die Falle verschweigen einmal. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Ach das. Ist mir wohl entfallen. Aha. Obwohl ich gehofft hatte, dass du in der Wildnis verschwindest. Aber manchmal kommt es eben anders. Also, was jetzt? Du Wirstel! Ich muss dich leider für deinen Verrat töten. Ich werde dich einfach auf dieser Insel verrotten lassen. Sieh mal, ein Vögelchen! normal kehrt ihr verrotten lassen, echt. Ich werde dich einfach auf dieser Insel verrotten lassen. Ohne Schiff kommst du schließlich nicht weit. Ich bin einmal von dieser Insel heruntergekommen. Ich schaffe es auch ein zweites Mal. Na klar, viel Spaß. Ich konnte Harlock schon damals nicht ausstehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie auch immer, ich bin froh, dass er uns keinen Ärger mehr macht. Ja. Du Würstel. So. Vielleicht sehen wir ihn ja noch im dritten Teil wieder, den ich übrigens auch vorhab zu zocken. Aber zuerst fürchte ich, werden wir Alex spielen. Auf das Spiel bin ich auch schon so gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bisschen, was man so schon sehen kann, ne? Es ist halt echt interessant. Achso, ich kann mich gleich hinborden aufs Schiff, Entschuldigung. Ja. So. Da sind wir wieder. Und Patty, alles gut? Was machen wir als nächstes? Genau. Was machen wir als nächstes? Am besten wir verlassen diese Insel. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Sag mir Bescheid, wenn's losgehen soll. Bitte, es wird Zeit. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar wieder zurück zur Bucht von Marakai derweil einmal. So, dann werden wir versuchen, diesen Talisman zu finden und... bei Marakai stammt diese Rassel. Dann haben wir die zwei Schätze auch schon, weil Kohle müssten wir genug haben. Also Geld. Wo der Talisman sein könnte. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man dort drüben den Strand entlang läuft, dass wir da oben vielleicht was finden. Das wird interessant. Ah, das ist wieder dunkel. Das heißt, wir gehen als erstes mal pennen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und dann probieren wir mal, ob wir das finden tun. Ah, es ist so schön gemacht, das Spiel. Mir gefällt es gut, wirklich, muss ich echt sagen. So, lala. Liebe Patty. Sollen wir mal die Patty wieder mitnehmen? Ich bin fast dafür, dass wir unseren kleinen Schafar mitnehmen, unseren Freund. So, bis zum nächsten Morgenpen. Dann ist es wieder schön hell. Bin echt am Überlegen, ob wir Jafar mitnehmen. Pau. Barbara. Nehmen wir mal Jafar mit. Hallo, mein Kleiner. Komm mit. Komm mit. Okidoki. Ich mag den. Der ist so niedlich. So. Also, nochmal. Für kleine Zockis. Der Talisman sollte in einer Gruft in der Bucht von Marakai zu finden sein. Okay. In einer Gruft.
Tja, eine Gruft könnte da vorne sein. Mal schon auf die Karte. Da hinten vielleicht oder sonst da oben, habe ich gedacht gehabt, ne? Weil das müsste alles eigentlich die Bucht sein. Also ich habe schon gedacht, da oben irgendwo. Da vielleicht. Es könnte aber auch hier das Gebäude gemeint sein. Das muss vielleicht kaufen müssen. Ich gehe schon wieder, Entschuldigung. Hallo, die Herren. Ich schau mal darüber. War wir überhaupt da drüben schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben, glaube ich, hier einen Feuervogel umgehauen. Das war's dann, glaube ich, auch schon. Richtig. So. Na, nicht lecken. Es muss wieder laden, ne? Also nicht böse sein. Ah ja, da ist noch so ein Feuervögelchen. Servus. So, zack. Passt, der hat's überstanden. So. Goldkleechen, die Magnibeere holen wir uns zuerst noch schnell. So. Und dann machen wir die Truhe auf. So. Ja, ja, war wieder klar, dass das nicht so einfach geht, ne? Jetzt aber. Pistole, ein paar Kugeln und zwei Goldbröckchen. Nehmen wir gerne mit. Gut, dann hätten wir das hier schon mal. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Schauen wir nach, was es da oben gibt. Einen Boku-Pilz. Wie immer nehmen wir den gerne mit. La, 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 la. Ein kleines Bäumchen, das hier wächst. Aber sonst nichts, gell? Schaut noch nichts aus. Okay, dann bringen wir die andere Seite. Beziehungsweise bevor wir weiter hatschen, reden wir doch mal mit diesem Lagermeister, der da drinnen Leben tut. Vielleicht ist die Gruft ja das hier gemeint. Glaube ich fast eher nicht, aber naja. Wer weiß. Quatsch mal mit dem. Wobei, wie geht's dir? Ich habe Garcias Schiff gekapert. Hä, haben wir das jetzt schon gehabt? Ich habe Garcias Schiff gekapert. Es liegt in einer Bucht im Nordosten. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ich werde gleich ein paar Leute dorthin schicken, die sich das mal genauer ansehen. Hier, nimm das Gold. Du kannst es bestimmt brauchen. Tja. Sieht so aus, als würden wir doch wieder nach Hause kommen. Jo, gern. Okay, das hatte ich dann vergessen, übersehen, keine Ahnung. Wie sieht's aus bei dir? Jo. Wie sieht's aus bei dir? Alles im grünen Bereich. Danke nochmal für deine Hilfe. Ohne dich wäre ich jetzt Futter für die Ratten. Schon gut. Sie werden naja, schon einen Weg durch den Dschungel. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob da Vor Ratten dem Ende der Welt sind, kann man nicht fliehen. Egal, wie weit wir fahren. Jo. Du bist Mach, erst tot, wenn gemacht, du aufhörst. Ne? So. Jetzt wird es wieder ein bisschen dunkel, aber es sind eigentlich genug Fackeln hier, dass man normalerweise keine Probleme haben sollten. Mercutio. Mach ja keine Dummheit. Zeig mir deine Waren. Bemühen. Hast du eventuell das, was wir suchen? Duelldegen, Rotwein. Den könnten wir wieder abgeben bei der Sophia. Unverkäuflich. Mist. Dann haben... Schade. Knochensäge, dieses Zeug, wir haben alles, ne? Ansonsten... Hat er scheinbar nichts. Exotischer Säbel. Aha. Eleganter Krummsäbel. Mhm. Wir brauchen das alles nicht. Wir haben schon was voll Cooleres. Oh. Aber die Sachen wären gut zum Kaufen. Schwerer Mantel. Schaut's mal, was der, wie der Schützen tut. Das wäre halt echt nicht schlecht. Zweispitz, Dreispitz, einschüchtern. Haben wir einen besseren? Der schwere Mantel wäre cool. Beamtenrock. Auch nicht schlecht. Lederweste ist auch nicht unbedingt gut. Aber hier, der schwere Mantel, den kaufe ich mir. Hohe Lederstiefel? Nein. Nein. Wie schaut es mit der Hose aus? Die Nietenhose eventuell. Aber wegen dem einen Punkt mehr ist ja schon wurscht, oder? Ansonsten hat er nichts mehr Gescheites für uns. Fackel haben wir noch 11, das reicht einmal fürs Erste.
Ja. Voodoo-Puppe haben wir auch noch ein. Das passt. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Ist, glaube ich, okay. Wichtige Zutat zum Feuerspucken, ein Brandöl. 100 Gold. Wir können eh so. Wir nehmen es mal mit. Ne, ist ja wurscht, vielleicht brauchen wir es ja noch für irgendwas. Ansonsten. Bäh. Ist, glaube ich, nichts mehr. Ich bedanke mich. Wir tun gleich mal speichern, bevor ich wieder irgendwas unabsichtlich stibitzen tue. Also hier drauf. Ja, bitte. Und dann schauen wir mal, ob es hier einen Talisman gibt. Aber ich glaube fast nicht, dass das so unter Anführungszeichen einfach ist. Ich kann mir gerade echt nicht vorstellen. Naja, in der Truhe hier, ne? Aber der Kasperl geht mir immer nach, ne? Der passt halt auf wie so ein Haftelmacher. Das ist furchtbar. Wasser? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass in der Truhe eventuell das Dingens ist, aber das ist jetzt auch keine richtige Gruft, oder? Schauen wir mal den Strand drüben noch uns an. Ein bisschen genauer, vielleicht. Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Jo, da hat er recht. Also darüber wollte ich jetzt, ne? Uns noch ein bisschen umschauen. Das ist ja auch zu. Ich hoffe halt, dass wir da weiterkommen. Dab, dab, dab. So, mal schauen, nicht, dass der Boden auf einmal aufhört. Dann saufe ich garantiert ab. So, da haben wir ein Wulfermon, eine Muschel und eine Markbeere. Und da vorne ist noch eine Muschel. Das nehmen wir auch gerne mit. So, dann hatschen wir mal weiter. Da haben wir noch eine Muschel. Und ein Blutwurzel. So, ja. Aber irgendwie noch keine Gruft, ne? Eine Pfuinus. Also eine Gaganus. Aha, da wird's raufgehen. Okay. Das könnte schon. Da geht's auch rauf. Alles klar. Jetzt schaue ich noch kurz darüber. Ich glaube, da geht's noch weiter. Ja. Na, da nichts mehr. Okay. Ups. Ja. Da habe ich zu spät abgebremst. So, die Schädelblüte nehmen wir auch gerne mit. Was haben wir denn da oben? Einen Schatz. Ja, gern. Den nehmen wir gern mit. Auf dem Grab wächst ein Pilz. Den nehmen wir auch gleich mit. So, wie schauen wir aus? Der ist wieder schwieriger. Okay. So. Die Frage ist nur, wie fängt der an? Aha, so. Na, so nicht wirklich. Voll komisch. Das ist voll komisch, schau mal. Aha, hier ist bleibt mal was oben. Aha, das war auch wieder falsch. So, so und so. Jetzt haben wir es richtig. Okay. Mann, Mann, Mann. Also, Rum, Trank des Schützen, Schwertgriff, Königsschwert. Oho. Oho. Oi, oi, oi. Aha. Königsschwert, Schaden 45 bis 100, Talent Stichwaffe, Stichwaffe plus 15, Goldwert 500. Diese Klinge ist uralt und ist mehr als einmal zerbrochen. Schön. Der Legende nach zerbricht sie mit dem Tod ihres Trägers immer wieder aufs Neue. Aha, da dürfen wir halt nicht sterben. Und Muschel. Alles klar, nehmen wir gern mit. Aha. Das Königsschwert. Wie stark ist jetzt momentan unsere Waffe? Ich verdrücke mich jedes Mal fürchterlich. 60 bis 100. Okay, unsere ist ein bisschen besser. Kommt halt drauf an, was man mag. Ne? Entweder Hiebwaffen oder Stichwaffen. Ne? Also das ist, ja, was man halt gelernt hat und so. Ne? Aber ich glaube, wir werden beim Wellendänzer mal bleiben. So, dann hätten wir das hier. Dann müssen wir darüber. Weit und breit noch keine Spur von dem Talisman.
So, auch hier. Keine Gruft. Keine Gruft. Oje, 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 Mine. Hier geht's nicht drauf wahrscheinlich. Oder doch? Doch, es geht hier rauf, okay. Aha. Okay. Hier geht's sogar rüber. Ist hier vielleicht was versteckt? Ich glaube nicht, ne? Nein. Können wir da zurückhatschen? Meine Güte, der Part ist auch schon wieder vorbei. Ja, ja, das ist halt so, ne? Mit der Sucherei. Mein Goldklee. Dann vorsichtig hier runter. Ach so, das wäre wahrscheinlich der reguläre Weg gewesen, ne? Ja. Aha, da haben wir noch einen Pulvermond. Den habe ich komplett übersehen. Oh, es schaut so aus, als wenn das der richtige Weg gewesen wäre. Jo, jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir an die Truhe da drüben ran? Vielleicht, wenn die... Vielleicht schläft er ja auch mal. Dann können wir uns reinschleichen. Aber sonst wüsste ich da von keiner Gruft. Das müsste schon die da gemeint sein. Die hier als Gruft. Wir werden uns schnell mal zum Schiffchen begeben. Ich weiß, ich hätte mich gerade porten können. Hey. Legen wir uns kurz mal hin. Und starten dann den nächsten Part damit, dass es stockdunkel sein wird. Ja. Also mal bis Mitternacht werde ich mal pennen. So. Dann schauen wir mal, ob wir in der Kiste den Talisman finden. Ansonsten bin ich leicht überfragt. Gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!